Linus, ich muss sagen, du leistest wirklich hervorragende Arbeit bei der Polizei. Ich überlege mir, ob ich Robin Bergmann nicht als SEK-Chef ablösen lasse. Ich will jemand Jüngeren dort haben. Und da habe ich an dich gedacht. Echt? Aber ich bin doch erst seit ein paar Tagen. Ist egal, mein Freund. Robin Bergmann leistet nicht mehr die Arbeit, die ich von ihm erwartet habe. Denkst du, du wärst dafür schon bereit? Nein, denke ich wirklich nicht. Ich habe doch gar keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal eine Dienstwaffe und... Ach, das ist kein Problem. Ich werde dann ein Spezialtraining mit dir machen und du bist in einer Woche bereit dafür. Sorry, dass ich jetzt so komisch frage, aber das ist doch alles irgendwie ein bisschen seltsam. Ich werde so schnell Polizist und jetzt soll ich direkt zum SEK und dann sogar der Chef werden? Wieso? Gefällt dir das nicht? Willst du wieder zurück zur Feuerwehr? Nein, nein, das ist schon alles cool, aber die anderen arbeiten Jahre dafür, um dorthin zu kommen und ich brauche einfach nur ein paar Wochen. Sei doch froh, dass ich dich so unterstütze. Okay, dann machen wir das so. Was hast du hier eigentlich stehen? Das ist ein, es ist ein ferngesteuertes Auto. Für was ich das brauche, sage ich dir mal jetzt noch nicht. Vielleicht werde ich da dich irgendwann einweihen. Okay, cool. Ist es dein Hobby? Ja, genau, es ist mein Hobby. Ich muss jetzt weiter. Lass dich von mir nicht aufhalten, okay? Alles klar, dann gehe ich vielleicht auch mal eine Runde wieder um die Station. Ich passe auf. Sehr gut, sehr gut. Dann sehen wir uns nachher. Ich bin in 3 Stunden wieder da. Gut, dann später. Das ist doch alles nicht normal. Ich muss mal zu Robin gehen. Ich muss mit ihm darüber reden und auch über die Sache mit der Werkstatt. Aber wieso sollte ich denn jetzt so schnell SEK-Chef werden? Ich verstehe es nicht. Egal, ich werde jetzt mal mit Robin reden. Langfinger, ihr müsst das für mich echt herausfinden. Ansonsten bin ich aufgeschmissen. Wir haben keine Ahnung, was da im Moment los ist. Wir sind schon auf der Suche. Das Phantom ist auf einer geheimen Mission. Er hat einen Tipp bekommen und ich denke, er hat den richtigen Riecher. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Hey Robin. Hey Linus, was willst du denn hier? Komm mal rüber. Darf ich vorstellen, Langfinger, Langfinger, Linus, Linus, Langfinger. Hi. Hallo. Oh, der sieht aber gruselig aus. Er ist aber auch ein guter, er ist auf unserer Seite. Richtig, ich bin im Moment noch auf eurer Seite. Linus, was gibt's? Warum bist du hergekommen? Ich muss mit dir über was reden. Der geheimnisvolle Dritte, er dreht total durch. Echt, warum? Ich soll dich als SEK-Chef ablösen. Was? Was redest du da? Doch, ich soll's in den nächsten Wochen werden. Er meinte, wir brauchen einen jüngeren Chef. Aber ich habe doch gar keine Ahnung, wie das funktioniert und ich bin erst seit ein paar Tagen dabei. Ich versteh's nicht. Okay, er führt irgendwas im Schilde. Wir müssen nur herausfinden, was... Er will dich also in eine wichtige Position bekommen, aber wofür? Soweit ich weiß, ist das Phantom auf einer Mission, bei der es auch um den geheimnisvollen Dritten geht. Vielleicht wird er ja was genaueres herausfinden. Robin, unser Sprengfallenfahrzeug wurde geklaut. Was? Wie konnte das denn wegkommen? Das ist so klein. Moment, wie sieht dieses Fahrzeug aus? Wieso? Hast du was damit zu tun? Nein, aber ich habe eine Ahnung, wer es vielleicht haben könnte. Ja, es sieht aus wie ein ferngesteuertes Fahrzeug. Das Fahrzeug hatte gerade der geheimnisvolle Dritte an der Polizeistation stehen. Okay, er plant also wirklich, uns fertig zu machen. Okay, Männer, wir müssen uns jetzt auf das Phantom verlassen, dass er noch irgendeine Information herausfindet. Dann werden wir uns gegen den Plan vorbereiten müssen. Irgendwas führt er im Schilde, ich weiß aber noch nicht genau was. Aber dieses Mal wird er wohl sehr, sehr gut überlegen, das Richtige zu tun. Oh Mann, gut gemacht, Linus, dass du hergekommen bist. Hast du vielleicht noch irgendeine Information für uns? Ja, also bei einer Werkstatt, bei der ich davor tätig war, ich weiß nicht, ob es irgendwas damit zu tun hat, aber da habe ich ganz viele Waffen gefunden und der geheimnisvolle Dritte hat gesagt, er kümmert sich darum. Ich soll euch nicht informieren. Oh, verdammt, okay, alles klar. Moment, dazu kann ich auch was sagen. Genau dort befindet sich das Phantom gerade. Hoffentlich findet er was heraus. Hoffen wir mal. Dann hören wir doch mal zu, was die hier zu reden haben. Okay, los geht's. Ihr habt also auch Interesse, an dem Job beteiligt zu sein. Ja genau, wir wollen es Robin Bergmann und den ganzen anderen auch heimzahlen. Wegen ihm wurden wir fast verknackt. Und ja, wir wurden verprügelt von einem Phantom, so war sein Name. Was, das Phantom habt ihr gesehen? Oh Gott, der ist sehr gefährlich. Wenn ihr nur wüsstet, dass ich gerade über euch bin, Volldeppen. Da hinten kommt der Chef. Alle jetzt ruhig bleiben, ruhig bleiben. Er hat irgendwelche neuen Infos für uns. Hallo Chef, das sind die 2 Neuen. Guten Tag, wir sind auch beteiligt. Schweigt einfach, ich brauche eure Aussagen nicht. Es läuft alles nach Plan. Der Zeitplan wird immer enger. Bald geht's los. Ich werde den kleinen Linus in die Position des SEK-Chefs bringen und dann werden sie unfähig werden. Mit ihm als Chef werden sie nicht einsatzbereit sein. Mit Robin Bergmann, denke ich, hätten wir keine Chance, sie zu besiegen. Aber mit Linus als Chef, da haben sie keine Chance. Der weiß gar nicht, wie man reagieren muss. Sehr gut, sehr gut.
Sei ruhig, du hast gar keine Ahnung, wovon ich rede. Okay, dann werden wir mal die Waffen putzen und einsatzbereit machen. Los, ihr zwei, macht schon. Okay, wir fangen ja schon an. Na gut, wir fangen an. So, so, da soll Linus also als schwarzer Vogel dargestellt werden. Kein Problem, den Plan weiß ich zu verändern.